Hallo YouTube! Hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Hof Bergmann ist heute angesagt. Ich habe mir gerade mal überlegt, ich mache hier mal kurz von dem Klee, mache ich erstmal ein Grasfeld. Also eine Wiese, ja. Weil das Gras wächst wenigstens nach und von dem Klee habe ich ja nichts. Ja. Müssen wir es eben hier ein bisschen helferfreundlich vorbereiten, das Ganze. Und dann kann er hier alleine arbeiten. Der ist ja schon groß eigentlich, ja, aber. Bisschen paddelig in der Birne, ne? Der neue, im LS17 soll der Helfer ja besser werden. Ne? Haben sie gesagt. Soll besser werden. Das habe ich auch gestern erfahren. Und auch der nächste schwere Schock war, im 17er werden Sonnenblumen Standard. Nee, ne? Oder? Himmel, sagt sie mir, warum von all den Früchten auf dieser Welt, warum ausgerechnet Sonnenblumen? Kann man es mal einer erklären? Habt ihr viele Sonnenblumenfelder bei euch? Jetzt jeder zweite so, ja, bei meinem Bruder wachsen nur Sonnenblumen. Hey Leute, ich weiß nicht, ey. Ich hätte mir alles gewünscht, ne, aber nicht Sonnenblumen. Oh. Jetzt habe ich die auf jeder Map demnächst. Und ich werde den 17 auf jeden Fall spielen, ne? So ist nicht, ne? Ja. Lay wird, das weiß man ja schon, Lay wird viele Sachen machen. Ich hoffe, dass es da auch was Schönes von Velga gibt. Also eine schöne Presse zum Ballenwickeln. Hoffe ich. Ja. Bin mal gespannt, was der 17 so alles bringen wird. Ich weiß auch nicht, bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn mir sofort hole. Oder ob ich doch erst bis zum ersten Patch warte. Weil meistens ist es ja so, also bis jetzt jedes Mal so, ne? LS kommt raus, alles ist am Fluchen und wartet auf den ersten Patch. Ich weiß es noch nicht, ey. Ach, wahrscheinlich. Ey, was ist das denn hier? Wahrscheinlich werde ich ihn mir sofort kaufen. Ich bin ja auch gespannt auf die Neuerungen, ne? Ja, da sind auch so diverse andere Sachen im Raum. So ein paar Ideen hatten sie da gebracht. Von wegen Umbauten von Maschinen und so. Eventuell ein bisschen mehr Tierzucht. Naja, ich lasse mich mal überraschen, was da letztendlich wirklich bei rumkommt. Das wissen die heute sowieso noch nicht. Ich kenne ja die Jungs von ist das, Giants ist das, ne? Astragon ist der es vertreibt, ne? Richtig? Ich weiß gar nicht. Ja, lass uns mal überraschen, ne? Was der 17er so Schönes bringt. Ich hoffe nur Vorteile. Unheimlich viele Maschinen. 200 Standardfahrzeuge, glaube ich. Das ist schon einiges, ey. Bin gespannt, ey. Fendt ist wieder dabei. Oh, ich weiß nicht, ey. Fendt. Ist wieder alles. Sie fahren wieder nur 936er dann. Auf jeden. Nur noch. Es gibt keinen anderen Schlepper mehr dann. Ich hätte schon keinen Bock drauf. Hoffentlich packen die dann einen schönen Geräteträger mit bei. Das ist immer was Vernünftiges. Das wäre immer was Feines. So einen richtigen Geräteträger. Mit, Pritsche mit, was weiß ich hier, Rübenhacker und was man da alles anbauen kann. Das wäre mal was Feines. Das machen die ja wieder nicht, ne? Da kannst du fest von ausgehen. Gibt wieder irgendeinen großen Fan. Ich bin immer gespannt, welche Mähdrescher es dann geben wird. Na, jetzt haben wir ja New Holland. Ob es dann Fendt Mähdrescher wieder geben wird, so wie damals im 9er war das, glaube ich, ne? Im 9er war alles Fendt. Gespannt, ey. So, ihr kommt klar hier, ihr beiden. Hm? Läuft ja, oder? Ja, ne? Also, ja, Mähdrescher, das wird nochmal eine Geschichte werden. Ich weiß nicht, wer sonst Hauptsponsor ist, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber wie gesagt, das sind jetzt so die ersten Sachen, die so rumfliegen. Ich denke, nach der Sommerpause, da wird man dann auch schon mal was Konkreteres erfahren. Jetzt sagen die Leute natürlich auch nicht wirklich was, weil sie es auch selber noch gar nicht wissen, glaubt mir.
Die Jungs hören auf zu programmieren, einen Tag bevor das DVD-Presswerk anfängt zu pressen. Da sind aber die ganzen Inlays und so sind alle schon gedruckt. Da könnte von ausgehen. Und dann kommt da wieder irgend so ein Ding, wird da wieder auf den Markt geworfen. Und dann kommt eine Woche später, kommen dann erstmal die ersten Mods, die sie noch vergessen haben, was nicht mehr reinpasste in Standardspiel. Und dann kommt der erste Patch schon. Ja, ja. So ist das. Im LS. Aber man muss auch wirklich sagen, sie haben sich jedes Mal gesteigert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als also die hatten nicht einmal einen Rückschlag. Dass man sagt so, oh nee, also boah, was habt ihr denn da gemacht? Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ne? Das war eigentlich immer eine Verbesserung. Ne? Wobei, gut, ich habe den Neuner nicht gespielt. Also, wie gesagt, den größten Quantensprung fand ich noch vom 11er zum 13er, ey. Boah, das waren ja Lichtjahre, was da passiert ist, auch von den 3D-Modellen her. Wenn man sich heute auch diese 11er-Modelle anguckt, ey, Mann. Das sieht aus, als wenn das einer aus einer Steinplatte rausgemeißelt hätte. So grobschmiedig, alles zusammengetackert, so... Oh. Also das war schon ein großer Schritt zum 13er hin. Und natürlich solche Geschichten wie Schema-Overlays, das hat mich unheimlich gestört im 11er. Dass man nicht anwählen konnte, was man denn jetzt abhängen möchte und so, ne? Und heute kann man das ja alles anwählen und heute sieht man sogar, welches Gerät gerade aktiviert ist. Und das ist schon richtig edel geworden. Gut, diesen ganzen Forstkram, den brauche ich jetzt nicht, ne? Aber andere wiederum finden das ja toll. Die sagen, ja, ne? Bin gespannt, es stand doch im Raum hier mit Fahrzeuge leasen. Gab es auch gleich wieder Getöse. Nein, dann kauft keiner mehr, dann leasen alle nur noch. Dann muss ja jeder selber wissen, oder? Wenn ich kaufen will, kaufe ich. Wenn ich leasen will, lease ich. Da brauche ich doch nicht vorher schon rumheulen, bevor das Spiel überhaupt auf dem Markt ist. Das verstehe ich nicht. Also sowas verstehe ich nicht. Dann leasen alle nur noch. Ja, dann leasen sie halt. Das ist ja, so manche Sachen, die sind auch einfach nur göttlich, ey. Wusch hier wieder durch die Fetze. Und dann fällt er immer in so ein kleines Leistungsloch hier. Nu, mach! Ah, das Blumenpflücken während der Fahrt ist strengstens untersagt. Seh zu. Oh, kleine Wühlmaus. Oh, falsche Richtung. Aufpassen. Ist ganz schön schmutzig geworden, mein Kleiner. Aber ich habe hier, ist eine der wenigen Maps, wo ich auch einen Hochdruckreiniger habe. So ist es nicht. Ich habe da keine Zeit für die Geräte mal sauber zu machen. Ich finde das auch, die können von mir aus auch ruhig langsamer dreckig werden. Ich habe schon alles auf langsam stehen, aber die sauen sich ja mal ein hier. Als wenn die arbeiten würden. Das ist eine Frechheit, ist das ja, ne? So, hier immer schön über den Mist fahren. Hast du nach den ganzen Mistplatten an den Reifen kleben. Freut der Ugo sich abends wieder, wenn er sauber machen kann. Komm, ihr würdet es doch auch machen, wenn ihr Personal hättet. So. Auf zum Meckern hier. Och. Ich hätte gedacht, du bist weitergekommen. Bist du irgendwo hängen geblieben oder was? Was hat er gemacht? 5 Bahnen in der Zeit, wie ich einmal Mist geholt habe? Da gab es aber Probleme. Hast du hier mit dem Baum gekuschelt, deine Ecke oder was? Brauchst du hier noch einen mehr? Eine Reihe mehr? Oh ne, das passt genau. Ich habe gedacht, mal eben schnell Rasen gesehen. Rasen sehen. Sack Zement. Ich glaube, brauch gleich noch einen Kaffee, obwohl es schon 10 Uhr geht, schon schwer auf Mittag zu hier bei uns. Bin leider alleine. Muss gucken. Mittag gibt's wahrscheinlich nicht. Ja, so ist das. Ja, morgen darf ich auch mal wieder arbeiten. Ne? Freue ich mich schon drauf. Ist auch der einzige Tag in dieser Woche, weil Donnerstag und Freitag schon wieder frei. Ne? Montag, Dienstag habe ich auch frei. Danach, ne?
Hat sich richtig gelohnt, ey. Mann, Mann, Mann. Es ist, vier Tage arbeiten in zwei Wochen. Naja. Ja gut, wir haben auch unheimlich viel Arbeit bei uns. Moment. Nicht. Mal schauen. Braucht nicht noch einer einen schönen Vorrichtungsbauer? So ein stranger Typ. Hängt ein bisschen viel vom Rechner rum, aber sonst ist mit dem alles in Ordnung. Ich schwöre. Ja. Also wenn einer einen Vorrichtungsbauer braucht, ne? Ich nehme jeden Job. Nein, jeden Job nicht, ey. Ich habe, es gibt wirklich Jobs, dass ich Tage noch gesehen, mit meiner Frau zusammen im Fernsehen geguckt, da war einer so Staubsaugervertreter, der hatte da irgendwie so eine Fläche in so einem Kaufhaus da, in so einer Mall hat er da so angemietet und also selber, musste er selber bezahlen, kriegt keinen Lohn, sondern lebt von den Provisionen, von den Staubsaugern, die er so vertickt. Und dann hat er da die Leute zugequakt mit irgendeinem Scheiß und keiner hatte Bock auf diese Kacke, ne? Da habe ich auch gedacht, ey, boah, wenn ich so davon leben müsste, ich würde mich erschießen, ey. Mann, 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 ey, es gibt schon wirklich... Und der fand das total toll, ne? Der hat gesagt, das ist genau mein Ding, ne? Richtig krass, ey. Ja, so ist das, ne? Aber ich habe eigentlich meinen Traumjob gefunden. Müsste nur noch Arbeit da sein, dann wäre alles schön, ne? Also gerade hier bei uns ist eigentlich schön so. Vorrichtungsbau. Mit den Konstrukteuren am Rumprügeln. Macht schon Spaß. Wird auch nie langweilig. Also die Jungs aus der AV sorgen dafür, dass einem nie langweilig wird. Und die Konstrukteure natürlich auch nicht, ne? Dann hat man dann noch so einen Produktionsleiter, der sorgt auch immer dafür, dass einem nicht langweilig wird. Also ist eigentlich schön. Ist eigentlich schön. Naja. So, jetzt habe ich der Sämaschine genug zugeguckt. Ach, du bist leer. Das ist schön. Heute ist alles schön bei mir. Oh. Oh, ich bin überlegen, ob ich dieses Feld hier mit dem alternativen Helfer bearbeiten werde. Das weiß ich nicht. Der quält sich hier die Berge hoch und runter. Geil, ne? Wie der so wegdriftet, wenn man durch so ein Schlammloch fährt. Das ist schon nice gemacht, ey. So, hinfort mit dir. Kleiner BMW. Ja, Rest müsste dann Gülle drauf, wenn überhaupt. Aber ich glaube, den Acker können wir auch noch ein bisschen schieben. Können ja zur Not, wenn der da noch lange rumsät, können wir zur Not mit ihm hier mal ausprobieren, ob man, also ich will wissen, ob man hier das Gemüse hier zu Ballen verarbeiten kann. Das wollte ich vor 13 Minuten schon. Das Video gleich schon wieder zu Ende hier. Ganzen Tag von zu Hause erzählt, aber wir haben nichts an Haken gekriegt hier. Nicht schlecht, so komm, wir fahren hier durch die Kuhwiese. So, ist nun immer noch nicht. Dann kann er schon mal hier gleich, ja, er holt schon mal Humpelchen hoch. Nur ich glaube, er schafft nicht den Ladewagen, ach nee, die Humpelchen und das Mähwerk zusammen will ich ja machen. Das schafft er, glaube ich, nicht. Und wir können das auch einzeln machen. Einer mäht, einer presst. Ja, dann diese drei Krümel Mist, die lassen wir mal. Für schlechte Zeiten.
Was ist denn hier? Muss man denn jedes Mal bei allen hier das L drücken? Ach so, wenn das Frontgewicht ausgewählt ist, reagiert der Miststreuer gar nicht. So, jetzt. Fahren wir durch den Kuhstall? Ach, ich könnte mal einmal gucken, ob die Schweine was nehmen. Die waren letzte Mal, waren die Pappen satt hier. Ja, die sind immer noch. Die wollen auch von Stroh, wollen die noch nichts wissen wieder. War genug, glaube ich. Sind aber auch alle Strohballen weg, so habe ich gerade gesehen. Ist da irgendwas beim Speichern oder habe ich die wirklich alle aufgebraucht? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. So, was ist? Bist du fertig? Oh, noch eine Runde. Ja, ich hol schon mal die. Ich hol schon mal Humpelchen. Mach halt ein bisschen Überlänge. Was soll's? Donnerknisper! Da wurde er auf einmal flott. Ist voll weggegangen gerade. Ja doch, was ist denn? Vor allen Dingen so ein Lamm, ne? Ausgewachsenes Schaf, ne? Stimme vom Lamm. So, jetzt, ich habe hier keine Zeit. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich muss zusehen. Das Video läuft. So, jetzt macht das Humpelchen noch hier ist. Nein, nein. Humpelchen ist gar nicht hier. Oh! Wurde Humpelchen ein Opfer? Wurde Humpelchen ein Opfer? Der Speicher? Misere? Nö, Humpelchen ist doch da. Oh, aber eigentlich ist hier der Parkplatz von Humpelchen. Wo habe ich denn unser Humpelchen geparkt heute? Gestern? Letzte Woche? Was liegt da denn in der Scheune drin? Das will ich gar nicht wissen. Das will ich heute nicht wissen. Ey, wo habe ich denn Humpelchen geparkt? Wo ist Humpelchen, wenn Humpelchen nicht auf seinem Stammparkplatz ist? Und in die Bude habe ich den auch nicht reingezaubert. In der Halle, wo das Stroh drin gelagert wird, habe ich ihn auch nicht reingemacht. Weil in dieser Halle steht der Maishäcksler drin. Das wäre mir aufgefallen, wenn da auch noch eine Presse drin stehen würde. Wo zur Hölle habe ich Humpelchen hingestellt? Diego auf der Suche nach dem Humpelchen. Die Scheune war, da war die Tür sogar zu heute Morgen. Da ist auch nichts drin. Hier oben? Ach, oder und das, oh, da bin ich ja eben schon 30 Mal dran vorbeigefahren. Ah, oder in eine Scheune. Das könnte auch noch passiert sein. Also ich gucke erstmal hier unter das, ja, über die Feldscheune hier. Was ja eigentlich eine Durchfahrscheune ist, nur fahr mal hin, die möchte ja nicht, dass man da durchfährt. Da sehe ich schon, da ist kein Humpelchen bei. Wo ist Humpelchen? Da habe ich noch Klamotten bei den Schafen stehen. Und zur Not bei den Rindern. Humpelchen hier reingefahren. Ah, Humpelchen. Oh, Humpelchen steht ganz schief. Was ist passiert? So. Nein. Oh, der hat auch geleuchtet. Das liebe ich ja, ne? Das Symbol leuchtet auf und dann... Ah. Nicht geklappt. So, kann ich denn jetzt hier mal...
So, jetzt wächst hier erstmal schön Gras, das ist schon mal gut. Wegen der Zeit, ja. Kann ich nicht einfach die Sämaschine so lange hier unten hinstellen? Und dann bringe ich die gleich weg. Darf ich nur nicht vergessen, weil sonst suche ich die wieder eine halbe Stunde. Dann nehmen wir das Frontmäherwerk als Heckmäherwerk. Nein, oh! So. Nein. Was ist jetzt? Wo bist du denn? So ist fein. Wächst da. Das war der Baum. Ich habe schon gerade gedacht, da wächst Gras auf dem Dach. Aber da waren die Äste von dem Baum anders. Das wohl schäbigste Mähwerk aller Zeiten. Ich finde das so traurig, dass die diese Enden nicht zum Hochklappen machen, ne? Jo, das soll im 17er auch kommen, hier mit, dass man Teile von Hand bewegen kann. Was jetzt ja auch schon einer als Mod gemacht hat. Ja, das mit diesen Holzstückchen, das ist schon. Dann hast du da so eine kleine Spitze abgesägt von dem alten Busch da und dann. Weißt du nicht, wie du die auf den Anhänger kriegen sollst, ne? Haben sie schon recht eigentlich. So. Ja, was denn jetzt? Wieso hat er denn eher Stroh von gemacht? Das wird gleich ein lustiger Ballen. Warum hat er denn da Stroh von gemacht gerade? So. Das reicht mir schon. Ich will ja nur wissen, ob man da einen Ballen von pressen kann. So, Humpelchen. Dann klapp dich schon mal auseinander. Weiß der Geier, warum es wieder humpelt hier, ne? Ich müsste nochmal die Kollisionen nochmal alle überprüfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da schleift eine Kollision über den Boden. Und so humpelt der nicht. Das muss irgendwas mit dem Pickup zu tun haben. Ja, ich krieg das noch. Ich werd den noch finden, den Fehler. So, ja, ein Strohballen ist drin. Wir fangen an mit Gras. Dann kommt Stroh. Mal gespannt. Na, jetzt hat er schon. Jetzt hat er dann. Jetzt macht er wieder einen Strohballen davon. Yeah, das geht. Macht dann Grasballen. Sick. Ja, fahr mal in, die könnte mal ein bisschen was an den Schwatt ändern hier. Ist die Ballenpresse ganz leer gewesen? Das glaube ich ja nicht, dass die ganz leer war. Es gibt ja nicht mal einen Ballen hier. Ist GPS nicht so ergiebig? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es. Man kann das Zeug zu Ballen verarbeiten. Hier ist er. Da ist er drin, der Grasballen. Ja, YouTube, haben wir auch wieder tüchtig überzogen. Mal gucken, vielleicht schneide ich diesen doofen Mittelteil dann nachher noch raus. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Bedanke mich bei euch, ja, dass ihr euch auch dieses Video angetan habt. Ihr seid echt tapfer. Respekt, ja. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.